Erinnern und Gedenken hat viele Gesichter. Eines davon trägt das Symbol als den lila Winkel, als das Häftlingskennzeichen der Zeugen Jehovas. Sie bildeten die einzige Häftlingsgruppe, die nur und rein aus religiösen Gründen wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt wurde. Diese friedliebenden Männer, Frauen und auch Kinder trafen bewusst diese Entscheidung, sich dem NS-Regime unter dem Risiko ihres Lebens entgegenzustellen. Ihr Ziel auch nicht die gewaltsame Veränderung der politischen Ordnung. Es ging ihnen in erster Linie um ein religiös motiviertes Gegenhandeln und die Möglichkeit uneingeschränkter Glaubensausübung und um die Treue zu dem biblischen Gebot, du sollst nicht töten und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deshalb verweigerten sie den Kriegsdienst aus Gewissensgründen und das nicht nur in Nazi-Deutschland, sondern in jedem anderen Land der Erde. Dies bedeutete für sie Spott, Ausgrenzung, Verfolgung, Folter und für viele den gewaltsamen Tod. Widerstand war für sie ein Bekenntnisakt, den sie auch öffentlich zeigten. Denn selbst Heil Hitler kam nicht über ihre Lippen, trotz der Androhung von Strafen. Denn das Heil, ja die Rettung, erwarteten sie von Christus und nicht von einem menschlichen Führer. Sie fragten auch nie, wo warst du, Gott, da sie selbst diese Kraft Gottes verspürten, den NS-Wahnsinn entgegentreten zu können. Denn sie verspürten die Wahrheit des Bibelwortes, das da lautet, für alles bin ich stark durch den, der mir Kraft verleiht. Die Erinnerung an diese Menschen, die der Stimme ihres Gewissens folgten, ist ein Lichtblick und gibt uns Hoffnung für die nachfolgenden Generationen. Es ist möglich, der Unmenschlichkeit, der Grausamkeit, der Ungerechtigkeit und dem Wahnsinn unentschrocken entgegenzutreten mit einem gelebten Glauben. Es ist daher auch ein Appell, Andersdenkende und alle Religionsgemeinschaften mit Respekt und Toleranz zu begegnen.